Die Kulturbehörde hat mit der Ausschreibung eines internationalen Wettbewerbs für den Denkort Sexuelle und geschlechtliche Vielfalt begonnen. Bis zum 13. Februar können sich Künstler für den Gestaltungswettbewerb anmelden. Geplant ist ein sichtbares Zeichen für Respekt und Anerkennung von sexueller Vielfalt in Hamburg. Der Denkort soll künftig an der Ecke Neuer Jungfernstieg und Lombardsbrücke entstehen. Für das Projekt stellt die Kulturbehörde bis zu 300.000 Euro bereit.